Vielen Dank, Freunde. Wir haben noch eine kleine Bitte an euch, und zwar, wenn ihr heute Spaß hattet, dann bitten wir euch, das überall rumzuerzählen. Wir spielen das Stück noch bis zum 20. März hier in der Komödie. Das heißt, bitte überall erzählen, egal wo ihr hingeht. Wer am Dachgeschoss wohnt, auf dem Weg nach oben einfach an jeder Tür mal klingeln. Oder was auch gut funktioniert, bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage, vor der Schranke halten und dann einfach mal zurück bei den ganzen, die hupen immer an die Scheibe klopfen und sagen, ich wisst ihr schon. Aber du kommst ins Gespräch. Das war unsere Bitte, und wir möchten um etwas Besonderes mitnehmen, nämlich einen Applaus für die Komödie Dresden, die im Zuge der unterstützenswerten Aktion gibt Musiker und ein Zuhause. Wenn es die Möglichkeit gibt, hier zu spielen. Ein Applaus für die Komödie Dresden. Und ein ganz besonderer Applaus für die beiden Menschen da oben am Geländer, die uns schauspielerisch auf der Bühne so wunderbar unterstützen, jeden Abend die Show rocken. Christian Kühn, Dorothea Kriegel. Und wer das Programmheft aufmerksam gelesen hat, weiß, dass Christian das Stück nicht nur geschrieben hat, der Intendant dieses Theaters ist, er hat nicht nur mitgespielt, sondern hat auch die Regie geführt. Das ist ein extra Applaus wert. Vier Sachen auf einmal. Und das macht er immer so. Normalerweise hätte er das Stück auch ganz alleine gespielt. Da haben wir also quasi nochmal Glück gehabt, dass wir noch mit reingekommen sind. Er könnte das. Es gibt ein Stück, das heißt Restlos Ausverkauf. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, oder wenn nicht, ist das unser Tipp. Restlos Ausverkauf. Da spielt Christian 44 Rollen alleine auf der Bühne. Das läuft zum letzten Mal hier nebenan bei unseren Freunden vom Boulevardtheater am 24. März. Wenn ihr das also noch nicht gesehen habt, wir wollten mal sehen, wie ein Schauspieler bis zum Verlust der Körperfunktion, bis zur Aufgabe der Muttersprache auf der Bühne alles gibt, bis zum absoluten körperlichen K.O. Dann solltet am 24. März im Boulevardtheater sitzen. Christian Kühn in Restlos Ausverkauf. Ja, ist ein Sonderapplaus wert. Und auch Dorothea könnt ihr noch sehen, hier in der Komödie Ende März im Tussi Park. Na toll. Hat sich für mich erledigt. Claudia? Claudia hat die Karte von Alex, aber ihr könnt ja noch hingehen. Lädst du mich ein? Ende März, Dorothea in Tussi Park hier in der Komödie, und im April in Ziemlich Beste Freunde. Auch ein tolles Stück, läuft auch das letzte Mal. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, geht hin. Und das ist auch unser Wunsch allgemein. Bitte geht ganz viel hier in die Komödie, haltet das hoch. Wir kommen aus Leipzig und wir lieben unsere Stadt, aber so eine Komödie, wo man hingehen kann zum Lachen, das haben wir leider nicht. Deswegen pflegt das und haltet das hoch hier in Dresden. Komödie Dresden, das geht ab. I like.